Der nächste Bildungssprecher ist am Pult Wendelin Mölzer von den Freiheitlichen. Zuseherinnen auf der Galerie bzw. vor den Fernsehbildschirmen vom Livestream und dergleichen fort. Ja, es ist, glaube ich, sehr erfreulich, dass wir in dieser Sache Einigkeit beweisen und dass es, glaube ich, wenn das dem Ausschuss entsprechend auch heute hier das gemeinsam beschließen werden, diese gesetzliche Verankerung der Schüler, des Schülerparlaments, das ja bis dato schon eine gelebte Praxis war. Ich habe selber schon das ein oder andere Mal daran teilnehmen dürfen, wo wir eine entsprechende Würdigung dem gegenüber, diesem Engagement junger Menschen gegenüber erbringen, was, glaube ich, ganz wichtig ist und es eben legistisch manifestieren. Und, wie sie die Kollegin Hammerschmidt schon gesagt hat, auch entsprechend ausstatten mit einer Möglichkeit einer besseren Mitsprache in Form eines Berichtwesens an den Bundesminister bzw. in weiterer Folge an den Nationalrat, damit wir hier im Hohen Haus uns auch mit den Anliegen der jungen Menschen entsprechend auseinandersetzen können und deren Meinungen, deren Anliegen, deren Ideen auch entsprechend in Gesetzgebungsprozesse und die Gestaltung unseres Bildungswesens und auch darüber hinaus einbringen können. Ich glaube, das ist in diesem Bereich ganz ein wesentlicher Punkt, dass es eben darum geht, politisches Engagement zu fördern, auch entsprechend zu verstärken. Aber, und das wurde ja schon ausgeführt, der zweite Punkt ist sicher im Bereich der politischen Bildung zu suchen, wo wir natürlich auch weiteren Handlungsbedarf haben. Kollege Machetti hat das schon ausgeführt, auch hier werden wir einige wesentliche Schritte setzen, um politische Bildung verstärkt in den Schulunterricht einzubinden, um jungen Menschen entsprechend das Rüstzeug mitzugeben. Und da habe ich einen kleinen Widerspruch zur Kollegin Hammerschmidt. Ich glaube, die Menschen oder die jungen Menschen sind schon interessiert oder mehrheitlich interessiert an Politik. Es fehlt ihnen nur einfach, was ich so beobachte, einfach das Rüstzeug. Und das müssen wir ihnen mitgeben, um entsprechend sich in politische Vorgänge und überhaupt ja, in öffentliche Vorgänge einmengen zu können. Das fängt natürlich an bei den Basics, sinnerfassend lesen beispielsweise, geht aber dann eben weiter bis ins Detailwissen. Ich glaube, auch ein wertvoller Beitrag ist, ich kann nur jedem empfehlen, immer wieder machen eh viele Kollegen, an der Demokratiewerkstatt teilzunehmen, die zwar natürlich auf Wien konzentriert ist, aber, wie ich gehört habe, ja auch in die Bundesländer getragen werden soll, also mehr zu den Schülern kommen soll, die hier auch einen starken Beitrag leistet, um über unsere Demokratie oder den jungen Menschen unsere Demokratie näher zu bringen. Auf der anderen Seite aber wird es eben wichtig sein, dass man entsprechend politische Bildung auch im Unterricht ab der 5. Schulstufe manifestiert. Abschließend vielleicht noch aufzeigen tut die Wichtigkeit von politischer Bildung auch manchmal das Wissen von Abgeordneten hier im Hohen Haus, wenn etwa hartnäckig die Gewaltentrennung von einer Partei geleugnet wird im Zusammenhang mit Vorgängen im Innen- und im Justizressort. Also da sieht man, dass es einfach ganz, ganz dringend notwendig ist, dass wir hier mehr tun dafür. Danke. Die Jugend sei sehr wohl interessiert an Politik, sagt Wendelin Mölzer. Was fehle, sei das nötige Rüstzeug, sich in politische Vorgänge einzubringen.